was ist denn hier los? Ist das nicht herrlich, ey? Das ist ja Wahnsinn, was hier los ist. Diese Farbenpracht, das müssen Sie sehen. Kommen Sie mal alle rauf. Ist das nicht schön, ey, wa? Sag, hör uns, wo warst du denn gewesen? Wieso? Ich war in der DDR. Du warst in der DDR? Jawohl, ich habe ein Haus gekauft bei Handschlag. Bei Handschlag? Und da ist er zusammengefallen, ja. Hör mal auf, bitte, ich hab was erzählt. Sag, lumen Sie in den Augen. Ja, sag, tun, was du willst. Mein Gott, du schielst ja. Ich bin nicht schier, ich bin misstrauisch. Meine Augen beobachten sich gegenseitig. Hör auf mit dem Verzeller, ich kann dir nur das eine sagen, wie ich von der Kegeltour nach Hause gekommen bin. Ja, wir haben eine Kegeltour gemacht, da war Stimmung. Wow. Herr Zimmermann war dabei, die Leute haben gedacht, da wäre eine Beerdigung. Ist es jetzt bald gut? Das kannst du da eben spielen, da. Auf jeden Fall, wie ich nach Hause gekommen bin, hat meine Frau mal eine Bütze gejoffen. Du küsst deine eigene Frau. Ah, ja. Du hast es gerade nötig. Bist du runtergekommen, Junge? Küsst er seine eigene Frau? Dass ich das noch erleben darf? Muss ja Eiergeschmack im Mund haben. Ist ein paar Jod. Vom Küssen kann man blind werden. Wieso das dann? Ich habe vor der Woche ein 18-jähriges Mädchen geküsst. Ja, und? Jetzt kann ich meine Frau nicht mehr sehen, weißt du? Ja. Ich kann doch nur das eine sagen. Ich bin ja mit euch auf der Kegeltour gewesen. Da. Und deswegen bin ich mit meiner Frau noch 2 Stunden spazieren gegangen. Das ist gut, Atze, Leute brauchen Auslauf. Hör auf mit dem Verzell, du. Wir waren noch am Trödelmarkt gewesen. Hm. Hast du sie weggekriegt? Ja, ist es gut. Warum klatschen Sie? Kennen Sie die Frau Zimmermann? Du sollst eine Frau mal was in Ruhe lassen, jeder dir auch besser. Ich bin ein Frauentyp, ein Opfer meiner Schönheit. Aha. Ich hätte heute Morgen um 6 Uhr schon Frauen haben können. Du? Wenn die mitgemacht hätten. Ne? Ich bin ja auch 3 Mal verheiratet. Wie oft bist du verheiratet? 3 Mal. Was ist das dann? Das ist Spanisch. Spanisch? Sí, sí, hombre. Aha, und wie heißt das? 3, 1, 2, 3. Aha. 2 mal 3 ist 6. Aha. Aber 6 ist kein Interess, das ist der Unterschied, verstehst du? Jetzt sehen wir noch Spanischunterricht hier. Alter. Hör mal auf, bitte, dann erzähl du. Guck mal, meine erste Frau vor Jahren. Ja, was war denn damit? Die war ja viel zu jung und zu unerfahren. Ja? Die konnte mich noch nicht ernähren. Du bist jetzt. Und was war mit der zweiten Frau gewesen? Meine Segenfrau. Ja. Aus Segenhand. Ja, was war denn damit? Die hatte noch die Unschuld, die habe ich laufen lassen. Warum das dann? Was andere nicht wollen, will ich auch nicht. Ha! Darf ich dann jetzt ins ganz bescheiden fragen, wer mit der dritten Frau war? Die Helga. Wie ist die? Helga. Helga. Helga von Kalelia. Aha, und was war damit? Oh, die liebt mich ja. Du bist Jack. Wenn die mich schon anguckt, verstehst du? Wieso das dann? Die liebt mich abgöttlich. Ja, wieso dann? Die muss mich lieben. Ja, warum? Die habe ich schon 10 Mal über die Schwelle getragen. Ja. Die kommt immer wieder. Immer wieder. Der Junge, der ich meine, es gibt ja Ehen, die halten 30 Jahre. Ja, das ist ja normal, ne? Das ist die Hölle. Ja, wieso dann? Ich habe diese Tage im Reisebüro einen Mann gesehen, der kam ganz wütend ins Reisebüro. Wieso? Ja, und? Sagt er, ich möchte eine Kreuzfahrt anmelden. Ja. Bin 30 Jahre verheiratet. Ja. Sagt der Mann am Schalter, wollen Sie getrennte Betten? Aha. Nein! Getrennte Schiffe! Ich meine. Du erzählst mal hin über die Damen, weißt du. Naja, was Damen anbetrifft, ich bin früh reif, ich bin sehr früh vom Baum gefallen. Das muss aber eine Brummerbaum gewesen sein, du. Da musst du von einem Eierbaum runtergefallen sein. Dann. Guck mal, ich habe mit 19 Jahren schon Zeitungsannoncen aufgegeben, für Damenbekanntschaften zu machen. Und hast du? Mein Körper hat sehr früh Verlangen gehabt. Und hast du? Ich war gesund. Ja, hast du denn? I have. Was dann? Ich habe durch die Zeitung eine Dame kennengelernt, die war 23 Jahre alt. 23 Jahre? 2,15 Meter groß. Mein Gott. Ein Traumschiff.
Da muss ich ja leider mitnehmen. Ach, immer die Schreierei. Hallo! Wenn die gesprochen hat, war immer ein Echo. Ja, und? Mein Gott, mit der muss man ins Kino gehen. Was war dann da wieder? Die Leute, setzen! Und dann, wenn das Kino vorbei ist, habe ich noch mehr Ärger. Wieso das dann? Die Leute, schau dir das an, die gehen über die Stühle, ja. Die war ja so groß, wenn ich mit der an einer Hecke vorbeikam. Ja. Haben die Leute auf der anderen Seite gedacht, die hätte auf einem Pferd gesessen. Ja. Die haben schon Zuckerschön rübergeworfen. Ja, ist es da möglich? Ich habe mir Möhrchen bestellt, ja. Die kam eines Tages zu mir und sagt, Schatz, ich musste ein Geständnis machen. Ja. Ich habe einen saublöden Namen. So wie hieß die denn? Die hieß Gans. Wie hieß die? Gans. Gans. Ja, ist ja gut, ich weiß es ja jetzt. Alles muss ich dem erklären, mein Gott. Ja, und? Ist der zurückgeblieben? Ja. Und? Der ist stehen geblieben, früher Zimmermann, heute Standman. Ich sage, Schatz, das macht nichts, wenn du Gans heißt. Wichtig ist, dass ich dich liebe. Wunderbar. Ich war zur Zeit der schnellste Küsser von Köln. Hör auf mit dem Theater. Ich hab den ganzen Saal geküsst, hat kein Mensch gemerkt. Ja. Naja. Ich sag, Schatz, komm zu mir, du kleine süße Gans. Ja, und? Ich liebe dich, und wenn auch Gans heißt. Ja. Ja, sagt, ich hab noch einen Nachteil, ich bin in Umständen. Du hab bist... ich gesagt, stopp, eine gefüllte Gans mache ich nicht. Ah. Ja, mit den Frauen kenne ich mich aus. Du kennst dich mit den Frauen aus, so kannst du mir ja erzählen. Ich habe auch mal eine Black Girl gehabt. Was hast du gehabt? Ein Mädchen aus dem Urwald. Ha! Aus dem Urwald? Urwald, nicht Schwarzwald, Urwald. Urwald? Ich kann ja kein Englisch, Urwald. Urwald? Aus Englisch, Urwald, denke. Chimini, simini, bani, yusu, nukuna, manuna, kwana, kwana. Chimini, simini, bani, yusu, nukuna, brrr, kwana, kwana. Hoi, chita, kwana, so schwarz wurde ich, genau. So schwarz wurde ich. Die siehst du abends ja nicht. Du bist jeck. Nachts sieht man die ja, nur die Rücklichter. Ja. Die ist fast jeden Abend vom Auto überfahren worden. Ja, warum? Die Kraftfahrer sehen die ja nicht, die fahren voll drüber. Genau. Die ist so schwarz. Das ist warum hast du denn dann die Weißkleid angedacht? Hab ich doch, dass der Schneeflug sie überfahren. Ach, hör auf. Was hältst du mal hier, du? Ich bin sowieso auch sehr sauer auf dich. Wieso bist du dann sauer auf mich? Du hast mich nicht besucht im Krankenhaus. Aber erzähl dir doch nicht, ich wusste doch nicht, dass du im Krankenhaus gewesen bist. Ich habe im Hospital gelegen, in England. In England? Yes, 4 weeks. Was heißt das, 4 weeks? 4 weeks, das ist Englisch. 4 weeks in the hospital. Hör auf mit dem Englisch. Meine Frau spricht besser Englisch wie du. Deine Frau spricht Englisch? Aber ja. Stimmt, ja, habe ich ja gestern beim Frühstück gehört. Wieso das da? Wie sie gesagt hat, SDI. Aber dieses Hospital... Was war denn da los? Dieses Krankenhaus kann man keinem empfehlen. Wieso kann man das keinem empfehlen? Das war ja Wahnsinn. Was war denn da passiert? Da muss doch Frankenstein gearbeitet haben. Wie seht das dann? Da muss doch Frankenstein gearbeitet haben. Ja, wieso? Da tragen die Ärzte bei einer Operation grüne Klamotten. Wie grüne Sachen? Grün, damit der Patient sich schon an die Farbe gewöhnt, wenn er ins Gras beißt, weißt du? Ehrlich, ich habe es doch gesehen. Ich habe es gesehen, ehrlich. Ganz echt gesehen, ganz echt. Und da kam der, da habe ich genau gesehen, wie der grüne Klamotte an. Ja, ist ja gut. Der Chefarzt, der ruft einfach über die Schweck, wenn du da liegst. Schwester, die Instrumente, ja, die machen da Musik, wenn du am Abkratzen bist. Muss ich mal vorstellen. Da hat sich ja keiner um mich gekümmert. Überhaupt keiner zu dir. No people come to me. Das darf doch wohl nicht wahr sein. It's no everybody's. Also ist keiner gekommen? No everybody's. Na, das ist ja furchtbar. I myself. Myself. Ja, ist ja gut. Am letzten Tag kam einer im weißen Kittel, das war ein Hammer. Was war das dann? Ein Mann im weißen Kittel kommt zu mir. Ja und? Ich denke, endlich kommt einer. Ja. Sagt der Herr Süber, wie groß sind Sie? Ich sage, 1,60, Herr Doktor. Ja. Sagt, ich bin nicht der Doktor, ich bin der Schreiner. Ja, ja. Hör mal. Das ist doch ein Frechheit. Da geh ich nie mehr hin. Und wenn ich tot bin, geh ich dann nicht mehr hin. Hör mal auf mit dem Verzell. Aber wie küsst, doch Herz. Wie küsst du dann an das Auto? Hast du mein neues Auto?
Ja, ich war ja ganz überrascht. Ja, hör ab, du. Du hast mein neues Auto gesehen. Was ist denn damit los? Wo ist er das denn her? Das ist ein Auto, wa? Was, hör ab, Jäger. Wow, Fünfradantrieb. Wieso Fünfradantrieb? Da dreht sich der Ersatzrad auf, wenn du fährst. Ach, hör ab mit dem Auto. Das ist ein Auto. Wow, anders wie deins. Na, lass mich. Du hast ja ein saublödes Auto. Wieso haben wir ein saublödes Auto? Der hat ja ein blödes Auto. Wieso haben wir ein saublödes Auto? Also richtig Eierkar, ehrlich. Wieso dann? Da gehen die Türen nach innen auf. Ist ein Baljot. Da steigst du ein und bist schon wieder draußen. Ein blödes Auto. Das Auto, was ich jetzt habe, das ist ein Hammer. Ja, wo hast du denn her? Alle gucken sie, wenn ich mit dem Auto angefahren komme. Ja, und wo hast du denn her? Ein Wahnsinnsauto ist das. Ja. Weißt du, wie ich an das Auto gekommen bin? Nee, da weiß ich ja nicht. Soll ich dir das mal kallen? Ja, da will ich ja wissen. I guess, I talk it to you. Ja. Ich komme dieser Tage zufällig über die Autobahn. Du zufällig? Bei Anhalter. Aha. Und der erste Wagen hat angehalten, ja. Weil an mir fährt ja keiner vorbei. Ja. Ich hatte mir den Bügel drin gelassen. Ja, ab wo? Das war eine junge Dame, eine Russin. Eine Russin? Die hat mich mitgenommen. Du bist jeck. Die hatte Geschmack. Bist davon überzeugt? Habe ich mit der Russisch gesprochen. Wie dann? Da hast du ihr was vorgespielt, nicht? Oh, Sie können ja Russisch. Ja. Die hat mich auch direkt verstanden. Ja, und dann? Ja, dann sind wir so weitergefahren durch die Straßen. Durch die Straßen? Sind ja asphaltiert. Haben wir ja bezahlt. Ja, und? Dann durch die Berge. Berge? Jede Menge Berge. Ja. Schneekoppe. Anschließend auf eine Liegewiese. Auf eine Liegewiese? Auf eine Liegewiese. Und ich war ja nicht müde. Und da hat ihr was gemacht, das war mal so peinlich. Wieso das denn? Die hat sich ganz nackelig ausgezogen. Du bist verrückt. Hast du schon mal eine nackte Russin gesehen? Nee. Solche Füße. Auf jeder Seite eine Badalaika. Ja. Und wie die so nackt da stand, habe ich gesagt, zieh die Schwamm an. Ja, und dann? Na, stand sie dann vor mir im Schweiße ihrer Füße. Ja. Dann hat sie sich noch mehr ausgezogen. Ja, was dann? Die Haare. Ja. Die Zähne. Ja, und? Da stand die vor mir. Und da hat sie gesagt, Schatz, du darfst dir was wünschen. Ja, und? Da hab ich mal schnell das Auto genommen, ehrlich. Ah. Gelöhnt. Und jetzt fährst du mit dem Wagen durch die Gegend und gehst ganz groß an damit. Wie schnell ist denn der Auto? 250 in drei Wochen. Pass auf, jetzt will ich deine Reaktion mal testen, ja? Yes, yes. Wenn du jetzt mit dem Auto so über die Autobahn fährst. Autobahn? Ne? Oh. Autobahn. Ja. Und pass auf, für dir landet jetzt plötzlich auf der Autobahn ein Flugzeug. Autobahn. Und plötzlich für dir landet ein Flugzeug auf der Autobahn. Vor mir? Vor dir. Auf der Autobahn? Auf der Autobahn. Ein Flugzeug? Flugzeug. Jumbo. Jumbo. Vor mir? Vor dir. Wo ich fahre? Ja. Einfach so? Einfach so. Auf der Autobahn? Ja. Ist ja gut, ist ja gut. Ja, was? Ist der klar. Ja, was willst du da machen? Da guck ich in den Rückspiegel, ob ein U-Boot hinter mir ist. Was? Aber jetzt habe ich eine ganz persönliche Frage an dich. Yes, you took me. I give you what you will. Du willst ja nun mein Freund sein, nicht? Oh, yes, I do not, yes. Pass mal auf, jetzt werde ich dich mal testen. Yes, yes, yes. Jedes Mal, wenn ich so zu Hause am yes. Abend yes, yes. Mit meiner Frau yes. So intim gewesen yes. Bin, weißt yes. Du? Yes, 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 yes. Vergiss es, yes. Und ich gucke dann am anderen Morgen yes.
Wer ist besser? So in das Spiel. Ah, wer ist besser liegen geblieben? Yes. Yes. Dann habe ich immer so rote Augen. Kannst du mir mal sagen, wovon das kommt? Du hast immer rote Augen? Immer morgens. Wenn die mit deiner Frau mal so ein bisschen muschi-muschi machen? Ja. Zähl mal. Knallrot. Knallrot. Gefährlich. Wieso das denn? Du fährst auf Reserve, Junge. Ah. Oh, der Zimmermann, der ist so bekloppt, der geht jetzt danken. Und ich habe dies nach noch so Jod von dir geträumt. Du gehst doch mal, der hier so einen Ratschlag. Du hast von mir geträumt? Hör ob, ist die Nacht ja schön rumgegangen. Hör ob mit Dingen, Verzell. Auf jeden Fall habe ich dies nach im Bett gelegen und habe geträumt, ich hätte am Ring gesessen. Das ist und gut. Hätte geangelt. Hm, da bist du in frischer Luft, das ist gut. Ja, und ich habe so eine Fisch an der Angel gehabt. Mein Gott, so hast du lange Engel. Arme, Junge, ja, mein wunderbar, Gott. So ein Fisch. Muss ja solche Augen gehabt haben. Hat der. Und der wollte ich dir schenken. So was träumst du? Ja. Du schenkst Fische, die du nachts im Traum fällst. Da siehst du mal, wie gut ich dir bin. Ja, das stimmt, habe ich auch geträumt, ja. Du? Ich habe auch geträumt, ich hatte am Rhein gesessen. Du bist jeck. Und sie? Und plötzlich, wie soll ich das sagen, ich sitze am Rhein River. Ja. Da kamen die 11.000 Jungfrauen. 11.000 Jungfrauen? Yes, jetzt sind wir mal 11.000 Girls. Aha. Alle im Bikini. Oh. Im Bikini. Oh, 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 oh. Und kein Mensch hat mir geholfen. Oh. Ja, warum hast du mir dann nicht Bescheid gesagt? Ich wollte dich nicht stören, du warst gerade am Angeln. Ladies and Gentlemen, Showtime. Was Sie nun hören, haben Sie noch nie gesehen. Oh. Und der Sonnenschein hell und der Himmel, der war blau. Ob ein Okay jetzt du noch Brummenau. Ein Heereturm im Kegelclub, noch Brummenau am Ring. Pflaumenau auf Hochdeutsch. Da freuen wir uns jedes Jahr, da jammer immerhin. Am Sonntag morgen ginget los, der Bus stund schon parat. Der Präsident stund auf der Straße und trug am Dorzia. Der hielt ein Ried und rief, Jut, halt! Entschuldigung. Ne, Freundschaft. Dann ging es in der Bus und der Sonnenschinkel und bei Himmel der Blau auf einer Kehlstor nach Brummenau. Ja, und der Sonnenschinkel und bei Himmel der Blau auf einer Kehlstor nach Brummenau. Danke. Dann gingen die Chaussee auf. Mit Juzen und Geschrei. Wir waren all aus Rand und Band. Was hatten wir ein Freund? Ich kann mich noch freuen, wa? Um 10 Uhr war der Insteras. Der Weg stund für der Tür. Dann tät er uns begrüßen. Mit Schnaps und auch mit Bier. Die Feuerwehr, die spielte laut. Der Eiermann ist da. Und der Sonnenschein hell. Und der Himmel, der war blau. Und der Kegelstur noch Brummenau. Ja, und der Sonnenschein hell. Und der Himmel, der war blau. Und der Kegelstur noch Brummenau. Wir kommen mit das Andering Rhein River und waren ganz schön blau. Das kommt von all dem Schunkele und auch von dem Schabau.
Der Präsident spendiert zum Essen ein paar Gläschen Wein. Dann dürfen Brummekuchen. Wir könnten uns für Ding zum stillen Nachtchen rannte mir. Was waren wir in Form und der Sonnenschinkel und bei Himmel der Blau oben ab gehen Stoa noch Bomben ab. Ja, und der Sonnenschinkel und bei Himmel der Blau oben ab gehen Stoa noch Bomben ab. Ja, und der Sonnenschinkel und bei Himmel der Blau oben ab gehen Stoa noch Bomben ab. Dankeschön. Drei Sterne am Astronomenzimmel. Wunderbar, zwei Künstler. Zwei Künstler zum Anpacken. Das ist wichtig. Herzlichen Dank. Hans Süper, Hans Zimmermann. Und jetzt kriegt ihr das, was ihr verdient habt. Eine super, super Rakete und ein Eieralarm. Colonia Duett, Hans Zimmermann, Hans Süper, Raymond Köller!